Kommen wir zum externen Rechnungswesen für die Verwaltungsinformatik und hier der Teil 5 dazu. Und beginnen möchte ich mit den verschiedenen Aufgaben hier noch, das Ganze zu erläutern im Kontext dessen, was in dem Aufgabenzettel schon drin stand. Weil der erste Frage war ja nur, die Bilanzen zu analysieren. Da konnte man oder sollte man sich ja selbst mal darüber informieren. Da gibt es dann natürlich auch keine Musterlösung zu oder ähnliches. So, welche der nachfolgenden Aussagen treffen zu? Also erster Punkt ist hier, bei der Bilanz handelt es sich um eine Zeitraumbetrachtung. Das ist nicht der Fall. Es ist immer eine Bilanz zu einem bestimmten Zeitpunkt, logischerweise. So wie wir das bei der kleinen Studentin da auch gesehen haben, die dann dort zu einem Zeitpunkt eine Inventur durchgeführt hat. Das hat zum Inventar geführt und das dann zu unserer Bilanz. Also, wir haben hier immer einen Zeitpunkt, den wir betrachten. Und das wäre auch so. In den modernen Softwaresystemen ist es natürlich so, dass Sie jederzeit auf mehr oder weniger auf Bilanz drücken, klicken können in dem System. Und dann schmeißt Ihnen das System eine Bilanz heraus. Aus dem Datenbestand, der genau zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich dann entsprechend im System verbucht worden ist. Das heißt, wir haben immer einen Zeitpunkt und keine Zeitraumbetrachtung. So, Nummer 2.2, Vermögen und Schulden halten sich die Waage in der Bilanz. Das trifft natürlich nicht zu. Wir hatten das mehrfach schon adressiert. Wir haben nämlich die Eigenkapital oder das Eigenkapital immer als Differenz zwischen Schulden und Vermögen. Diese Residualgröße, nämlich wenn ich vom Vermögen die Schulden abziehe, dann habe ich eben mein Eigenkapital. Und wenn die Schulden höher sind als das Vermögen, dann habe ich eben, das haben wir beim letzten, nee, vorletzten Mal, glaube ich, gesehen, eben auch einen über das Eigenkapital nicht gedeckten Fehlbetrag auf der Sollseite der Bilanz. Da kann man auch gleich die Frage 2.3 mit beantworten. Das Eigenkapital befindet sich immer auf der Passivseite der Bilanz. Nein, das trifft nicht zu, denn wir können durchaus auch ein negatives Eigenkapital haben. Wir haben es bei Schalke 04 gesehen, wir haben es bei dem Land Hessen gesehen oder eben bei einigen Kommunen. Würden Sie dieses Bild mit Sicherheit auch finden? 2.4. Das Eigenkapital entspricht dem Gewinn des Geschäftsjahres. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Der Gewinn des Geschäftsjahres kommt zum Eigenkapital hinzu, aber entspricht nicht dem Gewinn des Geschäftsjahres. Und wir haben das in der HGW-Struktur auch gesehen. Es gibt verschiedene Gewinnbestandteile beispielsweise noch, wie Gewinnrücklagen und so weiter. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil das für unsere Verwaltung ja auch ein Stück weit ja, kaum zutreffend ist. So, aktiver minus passiver gleich Eigenkapital, das ist natürlich totaler Quatsch. Wenn wir auf beiden Seiten der Bilanz dieselbe Summe hätten, wäre aktiver minus passiver gleich 0. Das heißt also, Eigenkapital spielt hier natürlich überhaupt keine Rolle. Genauso bei der 2.6, die flüssigen Mittel entsprechen dem Eigenkapital, das ist natürlich auch totaler Quatsch. Die flüssigen Mittel wären jetzt beispielsweise Sichtguthaben, also Girokonto plus Bargeld. Und das hat natürlich mit dem Eigenkapital, also bestenfalls am Rande zu tun. Deswegen ist das natürlich auch nicht zutreffend. Nummer 2.7, in einer Bilanz gibt es immer Fremdkapital. Das trifft nicht zu. Theoretisch kann es durchaus sein, dass wir alles finanziert haben über Eigenkapital. Und insofern zu sagen, es muss immer Fremdkapital geben, das kann man so an der Stelle nicht behaupten. Das hängt dann immer einfach von der Finanzausstattung und dem Zeitpunkt der Bilanzierung natürlich ab. Das kurz hier zu den Ziffer 2 bedeutet, alle Aussagen sind nicht zutreffend. Gehen wir zu Nummer 3, Bilanzveränderung. Wenn wir uns das mal anschauen, ein Schuldner bezahlt seine Rechnung über 1000 Euro an das Unternehmen, dann haben wir natürlich einen Aktivtausch. Die Bank nimmt zu und unsere Forderungen nehmen entsprechend ab. Nummer 2, eine Maschine wird bar bezahlt, da haben wir dann auch einen Aktivtausch. Maschine, das Anlagenvermögen nimmt zu und die Kasse, unser Kassenbestand nimmt ab, befindet sich auch auf der Aktivseite der Bilanz. Nummer 3, ein Grundstück im Wert von 10.000 Euro wird gekauft und durch die Aufnahme eines Kredits bezahlt. Das ist dann natürlich eine Aktiv-Passiv-Mehrung, weil wir auf der Aktivseite 10.000 Euro mehr Anlagevermögen haben
Und auf der Passivseite 10.000 Euro mehr Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten typischerweise, weil wir dort eben Schulden aufgenommen haben zur Bezahlung des Grundstücks. So, das überzogene Girokonto von 8.000 Euro des Unternehmens wird in einen langfristigen Kredit umgewandelt. Dabei handelt es sich natürlich um einen Passivtausch, weil zum einen das Girokonto, das auch sich auf der Passivseite der Bilanz befindet, ausgeglichen wird durch eine Erhöhung langfristiger Verbindlichkeiten. Das bedeutet, wir tauschen einfach nur auf der Passivseite der Bilanz. Wenn wir da jetzt weitergehen, sehen wir 3.5. Das Girokonto wird durch den Kauf von Rohstoffen überzogen. Da haben wir eine Aktiv-Passiv-Mehrung, weil unsere Rohstoffe, also unsere wahrscheinlich dann Umlaufvermögen, an der Stelle eben zunehmen und auf der Passivseite nehmen die Verbindlichkeiten zu, nämlich typischerweise kurzfristige Verbindlichkeiten, weil wir einfach das Girokonto eben hier auf der Passivseite sich befindet, weil es dann als Schulden im Minus steht und damit quasi rechts unten in der Bilanz. So, von dem mittlerweile wieder gut gefüllten Girokonto wird ein Kredit in Höhe von 6.000 Euro bezahlt. Da haben wir dann natürlich eine Aktiv-Passiv-Minderung. Das Girokonto, was auf der Aktivseite sich befindet, nimmt ab und die Verbindlichkeiten auf der Passivseite nehmen auch im selben Umfang ab. Deswegen eine Aktiv-Passiv-Minderung. Bilanzsumme verkürzt sich um 6.000 Euro. Nummer 7. Das Unternehmen kauft eine Maschine im Wert von 10.000 Euro. Die Maschine muss erst in 3 Wochen bezahlt werden. Da haben wir den typischen Fall, dass wir etwas auf Ziel einkaufen. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Unser Anlagevermögen steigt um diesen Betrag von 10.000 Euro durch diese Maschine, die wir beschafft haben. Und auf der anderen Seite steigen aber auch unsere Verbindlichkeiten um 10.000 Euro, weil wir hier jetzt den Betrag noch nicht bezahlt haben und damit die Schulden ansteigen und damit auf der Passivseite der Bilanz die 10.000 Euro zu finden sind. So, zur Begleichung eines Kredits verkauft das Unternehmen im Besitz befindliche Aktien in Höhe von 7.000 Euro. Da haben wir eine Aktiv-Passiv-Minderung, weil die Aktien nehmen ab auf der Aktivseite der Bilanz und unsere Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut nimmt auch um 7.000 Euro ab. Nummer 9. Das Unternehmen kauft 3 PC im Wert von 6.000 Euro und bezahlt diese bar. Da haben wir einen Aktivtausch, weil natürlich jetzt 3 PCs, wahrscheinlich Anlagevermögen, dann hinzukommen, aber gleichzeitig unser Bargeldbestand um 3.000 Euro sinkt, um 6.000 Euro sinkt, Entschuldigung, haben wir also hier einen Aktivtausch, Vermögen nimmt zu, Bargeld nimmt ab. Da schließt sich dann auch gleich die Frage oder die Aufgabe 4 dran an, wie hat sich die Bilanzsumme dieser Aktiengesellschaft durch die Geschäftsvorfälle verändert? Und wir sehen das jetzt, ich gehe nochmal kurz zurück, ich habe das jetzt hier dargestellt, das ist der erste Fall, der zweite Fall und so weiter. Der erste Fall war ein Aktivtausch, der zweite Fall war ein Aktivtausch und beim dritten Fall hatten wir eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Dadurch haben wir hier eben im ersten Fall passiert nichts, zweiter Fall passiert auch nichts, dritter Fall war hier die Aktiv-Passiv-Mehrung aus dem Grundstückskauf und der Kreditaufnahme. Das sind also die 10.000 Euro, die in der Bilanz dazukommen. Die Nummer 4 war dieser Ausgleich des Girokontos gegen einen langfristigen Kredit. Das war ein Passivtausch, weil wir dort Schulden gegen Schulden quasi getauscht haben. Damit aber auch keine Veränderung der Bilanzsumme erzeugt. Deswegen steht hier bei 4.0. 5 sehen wir jetzt hier oben schon, nämlich das Girokonto, was wir dort überziehen durch den Kauf der Rohstoffe. Da haben wir die Aktiv-Passiv-Mehrung. Deswegen hier mit der Ziffer 5 die 7.000 Euro. Dann haben wir die Nummer 6 hier von dem mittlerweile wieder gut gefüllten Girokonto und so weiter. Haben wir festgestellt, eine Aktiv-Passiv-Minderung, weil wir Verbindlichkeiten abnehmen und das Girokonto abnehmen. Deswegen hier minus 6.000 Euro. Und zur Begleichung des Kredits hatten wir hier diese Aktiv-Passiv-Minderung. Aktien nehmen ab und Verbindlichkeiten nehmen ab. Deswegen haben wir hier diese 7.000 Euro. Entschuldigung, diese 7.000 Euro, da sind sie genau, die das Ganze dann im Minus steht, weil wir jetzt die Bilanz wieder verkürzen.
Nummer 9 war ein Aktivtausch, das bedeutet, hier kommt dann eine 0 nochmal hin und wenn Sie das einfach zusammen aufaddieren, landen Sie bei plus 14.000 Euro. Frage Nummer 5. Da habe ich die Hoffnung, dass alle oder dass die meisten von Ihnen das zumindest sehr einfach beantworten konnten. Deswegen ist ja auch didaktisch diese Vorlesung so aufgebaut, dass wir am Anfang grundlegende Sachverhalte klären und ich hoffe, dass da ein bisschen was hängen geblieben ist. Welche der Geschäftsvorfälle aus dem Aufgabenkomplex A sind für die Kosten- und Leistungsrechnung von Relevanz? Und wir haben ja diese Abgrenzungen vorgenommen und so weiter und so weiter. Wir haben uns überlegt, welche Produktionsfaktoren in eine Bierflasche fließen und so weiter. Und wir haben hier oben in den Aufgabenstellungen, das sehen Sie ja, immer nur Vermögen getauscht. Ja, wir haben immer nur Vermögen getauscht und haben überhaupt keinen einzigen Fall, wo wir wirklich Ressourcen eingesetzt oder etwas verkauft haben. Das haben wir beim letzten Stream uns ja angeschaut, mit dem Beispiel der Telefonkosten, mit den Reisekosten, mit, was hatten wir noch? Ja, wie auch immer, also mit wirklich dem Einsatz von Produktionsfaktoren oder eben dem Verkauf der Produkte, als wir die Umsatzerlöse gegen den Aufwand gestellt haben. Hier bei der Aufgabe 3 und 4 haben wir keine Veränderung, die in irgendeiner Form Produktionsfaktoren einsetzt oder Erlöse erzielt. Das heißt, keine gewinn- und verlustrechnungsrelevanten Positionen und damit eben auch nichts, was für die Kosten- und Leistungsrechnung in irgendeiner Form von Relevanz sein könnte. Das heißt also hier, das hat überhaupt nichts, keinen Bezug zur Kosten- und Leistungsrechnung. Wir haben nur in der Bilanz Vermögen getauscht. Kommen wir zu Nummer 6 hier, dem Kontenrahmen und Kontenplan. Welche der nachfolgenden Aussagen treffen zu? In einem Kontenrahmen nach dem Gliederungs- und Abschlussprinzip sind keine Kostenstellen enthalten. Das trifft natürlich zu. Wir haben eine gesetzliche Festlegung hier bei dem Gliederungs- und Abschlussprinzip aus dem HGB. Und wir wissen ja, ich habe es schon mehrfach betont, Kostenrechnung und auch das Thema überhaupt, wie viel Kostenrechnung will ich mir leisten, ist internes Rechnungswesen, deswegen heißt das auch so. Das heißt, das entscheidet der Unternehmer in seiner eigenen Verantwortung. Und deswegen kann es da überhaupt keine Kostenstellen geben, weil die Kostenstellen, wenn man sie denn bilden will, immer unternehmensindividuell so gebildet werden, wie das Unternehmen es möchte und aus seiner Sicht einfach braucht. 6.2. In einem Kontenrahmen nach dem Prozessgliederungsprinzip sind Bilanzkonten enthalten. Das trifft zu, denn das Prozessgliederungsprinzip heißt ja nur, dass auch die Kostenrechnung als Ergänzung enthalten ist. Aber natürlich gehört zu einem Kontenrahmen immer die Bilanzkonten und die Bilanzkonten kann ich die Bilanz nicht aufstellen, deswegen trifft diese Aussage entsprechend auch zu. Nummer 3, in einem Zweikreissystem sind die Konten der Buchführung von denen der Kostenrechnung getrennt. Das trifft natürlich zu. Das ist ja gerade diese Idee oder der Inhalt von einem Zweikreissystem, dass diese beiden Sphären externes Rechnungswesen und internes Rechnungswesen getrennt sind. Deswegen trifft diese Aussage hier auch entsprechend zu. Gut, kommen wir zu der Aufgabe Nummer 7. Und die möchte ich Ihnen jetzt hier dann zeigen. Da schauen wir mal drauf. Wir hatten jetzt hier die Aufgabe 7. Da war ja der Sachverhalt geschildert. Das geht übrigens weiter mit der Aufgabe 8. Dass man eben aus einer Inventur, einem Inventar folgende Sachverhalte eben erstellen sollte. Und Sie sollten das Eröffnungsbilanzkonto berücksichtigen und oder aufstellen und dann auch diese Eröffnungsbilanzgeschäftsvorfälle zur Eröffnung der Konten entsprechend erfassen. Eigentlich ist die Aufgabe ganz einfach, außer, und da muss man natürlich aufpassen, wenn man auf diese Ziffer 7.4 schaut, da heißt es in dem Aufgabenzettel, das private Kfz des Geschäftsführers hat einen Wert von 10.000 Euro. In der Aufgabenstellung steht, dass es eine GmbH ist. Da hat natürlich das private Kfz des Geschäftsführers überhaupt nichts zu suchen. Deswegen, das darf man natürlich nicht berücksichtigen. Das sollte hier einfach nur noch mal Sie animieren, auch richtig zu lesen, was da steht. Das private Kfz hat natürlich dann nichts mit der GmbH zu tun. Dementsprechend gestaltet sich das Ganze so, auch das Eigenkapital habe ich Ihnen dort schon hingeschrieben,
Also man hätte auch auf dem Weg erkennen können, dass mit dem Geschäftsführer Kfz irgendwas nicht stimmt, wenn man sie jetzt hier aufgeschrieben hätte. Aber hier sehen wir schon die Aufgabenstellung, das ist das Eröffnungsbilanzkonto. Und wir sehen am Ende eben auch die Bilanzsumme, nämlich das wäre 7c in Höhe von 70.000 Euro. So, Eröffnungsbilanz, Geschäftsvorfälle, ganz wichtig, die buchen wir nämlich immer. Wir sehen hier unsere passiven Bestandskonten, Eigenkapital, Darlehen, Verbindlichkeiten. Hier haben wir die aktiven Bestandskonten. Und dementsprechend lösen wir jetzt dieses Eröffnungsbilanzkonto quasi auf und eröffnen die Bestände auf den einzelnen Konten. Wie mache ich das? Wir haben hier diese aktiven Bestandskonten wie die Kasse, gehen dann an EBK und die passiven Bestandskonten EBK an die passiven Bestandskonten. Heißt Kasse an EBK mit 10.000 Euro, Maschinen an EBK mit 5.000 Euro, Entschuldigung. EBK an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit 8.000 Euro, EBK an Darlehen mit 20.000, Bank an EBK, Forderung an EBK und EBK an Eigenkapital als passives Bestandskonto. Das habe ich auch oder haben wir auch auf den Folien und hatten wir schon mehrfach betont. Und das sehen wir jetzt hier eben auch relativ einfach. Das sollte eben unbedingt auch in, ich sag mal, in wirklich ihr Blut übergehen sozusagen, weil das müssen Sie jetzt natürlich immer entsprechend halt auch wissen. Das ist immer dasselbe Prinzip. Das gibt auch in der Klausur durchaus vielleicht schon den einen oder anderen Punkt an der Stelle. Genau, schauen wir mal weiter jetzt hier in unseren Aufgaben. Ich springe mal dahin, wo wir stehen geblieben waren. Wir hatten uns ja jetzt die Erfolgskonten angeschaut und Gewinn- und Verlustrechnung und ich hatte Sie gebeten, hier diese Aufgabe auch noch zu machen. Und ich hatte es auch betont, ganz wichtig jetzt an der Stelle auch, weil jetzt eben das alles so Sachverhalte sind, wie wir auch die Aufgabenstellung hinterher in der Klausur haben werden. Und deswegen hier immer dieser Weg vom Eröffnungsbilanzkonto bis zum Schlussbilanzkonto. In den weiteren Aufgaben, das werden Sie erkennen, werde ich immer auffordern, das Eigenkapital selber zu ermitteln. Hier ist es in der Aufgabenstellung nochmal entsprechend vorgegeben. Und dann haben wir eigentlich auch nur vier Sachverhalte: Reisekosten, Wiederaufwand, Bank dürfte klar sein, Lizenzgebühren, Aufwand. Wir müssen natürlich einen Rechner beispielsweise nutzen können. Das heißt, da entsteht uns auch ein Aufwand. Und dann haben wir hier Verkauf von Produkten und am Ende noch eine Maschinenreparatur, auch Einsatz von Produktionsfaktoren. Auch wenn der jetzt am Markt zum Beispiel zugekauft ist, dahingehend, dass ich beispielsweise eine Firma beauftrage, meine Maschine zu reparieren, dann kaufe ich diese Leistung am Markt ein und mit der reparierten Maschine kann ich dann wieder produzieren. Genau, schauen wir mal drauf. Ich glaube, das Eröffnungsbilanzkonto, das sollten Sie relativ gut und einfach ermitteln können. Wir sehen es hier, wir haben zwei passive Bestandskonten, nämlich das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten und auf der anderen Seite Maschinenbank und Kasse. Und zu unserer Überraschung und zu unserer Freude gehen jetzt auch diese entsprechenden beiden Summen auf. Das heißt, wir haben jetzt hier 37.000 Euro. Eröffnungsbilanzkonto, Geschäftsvorfälle dazu, also nein, Eröffnung der Konten, so gilt wieder, nämlich wir haben die aktiven Bestandskonten an EBK, sieht man hier Maschine an EBK, Bank an EBK und Kasse an EBK mit den entsprechenden angegebenen Eurobeträgen und Eigenkapital und Verbindlichkeiten genau umgekehrt, nämlich Eröffnungsbilanzkonto an Eigenkapital und an dann auch an die Verbindlichkeiten. Das, wie gesagt, sollte immer schon in Schweiß und Blut und wenn ich sie nachts wecken würde, einfach übergehen oder eingehen bei Ihnen. Schauen wir auf Aufgabe 3, nämlich diese vier Geschäftsvorfälle, die wir dort hatten. Der erste Fall war das Thema eben Reisekosten, die wir per Banküberweisung bezahlen. Und auch da könnte man wieder Ausschlussprinzip machen. Wenn ich weiß, Bank ist ein aktives Bestandskonto, dann weiß ich, aktive Bestandskonten haben den Anfangsbestand im Soll, Zugänge im Soll, Abgänge im Haben. Das heißt, wenn ich mein Bankkonto belaste, solange es jedenfalls im positiven Bereich sich befindet, dann spreche ich es hier im Haben an. Dann bleibt mir bei dem Buchungssatz, weil wir immer Soll an Haben buchen, eben nur dieses Auslandskonto Reisekosten im Soll zu buchen. Wir haben beim letzten Mal aber auch schon gesehen, dass wir natürlich hier immer die Auslandskonten auch im Soll buchen. Das kann man sich dann natürlich auch entsprechend merken.
Aber es ist einfach auch sachlogisch, was hier passiert. Konto nimmt ab, Kosten bzw. Aufwand nimmt zu. Zweiter Fall ähnlich, Lizenzgebühr, natürlich auch Aufwand. Ich habe es gerade schon ausgeführt. Hier in dem Fall eben noch nicht sofort zu begleichen. Deswegen eine zusätzliche Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung. Und auch das ist logisch erklärbar. Wir haben hier ein passives Bestandskonto. Passives Bestandskonto hat den Anfangsbestand im Haben. Damit die Zugänge auf dem Konto auch im Haben und die Abgänge im Soll. Bedeutet hier natürlich auch, dass wenn ich jetzt hier Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung im Haben anspreche, dass die Verbindlichkeiten steigen, was ja genau richtig ist, weil wir die Lizenzgebühren entsprechend ja noch bezahlen müssen. Dann verkaufen wir auch was. Wieder dasselbe Spiel. Bank nimmt zu, also im Soll gebucht, weil da auch der Anfangsbestand ist. Und das buchen wir dann an die Umsatzerlöse, die wir immer stets da im Haben buchen. Und zu guter Letzt eben auch unsere noch ausstehende Maschinenreparatur, die wir auch an entsprechend Bank buchen. Auch da wieder der Einsatz an Produktionsfaktoren. Ich habe es gesagt, vielleicht der Monteur, der zu uns ins Unternehmen kam und dementsprechend dann uns eine Rechnung gestellt hat und wir die dann hier über das Bankkonto bezahlen. Wie gestaltet sich das dann auf den entsprechenden Konten? Die habe ich hier mal dargestellt. Wir hatten den ersten Fall mit den 500 € auf den Reisekosten, die wir gebucht haben, oder beziehungsweise hier haben wir dann erstmal den Schlussbestand ermittelt. Die Reisekosten hatten wir gebucht, das sehen wir hier nochmal gegen Bank. Bankkonto kommt dann auf der nächsten Seite. Reisekosten also aus diesem Geschäftsvorfall 1, wenn wir das Konto abschließen, haben wir dann 500 € Schlussbestand. Der Reisekosten ist dann damit auch hier im Haben. Dann haben wir die entsprechende Buchung auch schon für das Gewinn- und Verlustrechnungskonto, nämlich G und V, also Gewinn- und Verlustrechnungskonto, Anreisekosten, weil hier der Schlussbestand steht. Und damit ist das Konto eben hier auf, aber kein Saldo mehr, nämlich diese 500 € Saldo sind im G und V-Konto als Aufwand dargestellt. Zweiter Fall hier, die Lizenzgebühren haben wir auch, dann 1.000 €, hier auch ein Schlussbestand von 1.000. Und das gilt genauso wie gerade bei den Reisekosten. Wir haben einen Aufwand, deswegen GUV an Lizenzgebühren. Damit ist das Konto dann eben auch abgeschlossen und der Saldo befindet sich im Gewinn- und Verlustrechnungskonto. Dritter Fall hier die Umsatzerlöse. Da ist natürlich genau andersrum gebucht, zu buchen. Wir haben den Schlussbestand im Soll. Das heißt, wir haben hier Umsatzerlöse an GUV. Und dementsprechend ist dann hier auch kein Saldo mehr auf dem Konto und die Umsatzerlöse befinden sich im Gewinn- und Verlustrechnungskonto. Und zu guter Letzt dann natürlich noch hier unsere Maschinenreparatur in Höhe von 4.000 € mit 4.000 und da dem Schlussbestand von 4.000. Und wenn wir das buchen, genauso wie bei den Reisekosten und Lizenzgebühren, den Aufwand, geht das dann in das G&V-Konto ein. Wenn wir das jetzt alles mal in die Gewinn- und Verlustrechnungskonto einfach übertragen, dann haben wir diese Darstellung hier und wir sehen, wir haben auf der linken Seite 5.500 €, dann müssen wir auf der rechten Seite auch 5.500 € haben. Bedeutet, auf der Umsatzerlösseite hier im Haben fehlen uns 500 €, das ist unser Schlussbestand. Und das ist natürlich dann auch ein Verlust, weil Aufwand höher als Erlöse. Und wie gesagt, es ist ja eine einfache Ermittlung durch das Ausrechnen der beiden Seiten, also der Soll- und Haben-Seite, dass wir eben hier diese 500 € Verlust erwirtschaftet haben. Und was wir schon wissen, das Gewinn- und Verlustrechnungskonto schließen wir immer gegen Eigenkapital ab. Das bedeutet, hier im Haben steht dieser Betrag. Das heißt, Eigenkapital an G&V mit 500 €. Auch hier kann man schon etwas erkennen. Nämlich, dass wir haben ein passives Bestandskonto, das Eigenkapital. Passives Bestandskonto bedeutet Anfangsbestand im Haben, Zugänge im Haben, Abgänge im Soll. Wir haben einen Verlust erwirtschaftet, deswegen buchen wir hier auch das Eigenkapital im Soll. So, gehen wir weiter. Wir hatten ja noch die Bestandskonten, Maschinenbank, Kasse, Eigenkapital und Verbindlichkeiten. Und da hatten wir eben diese Anfangsbestände gebucht über die Eröffnungsbilanzkonto-Buchung. Und
Und dann haben wir die Geschäftsvorfälle gebucht gehabt. Das war einmal die Reisekosten gegen die Bank. Wir hatten die, was war der zweite Fall? Ich glaube, die Lizenzgebühren, genau, gegen Verbindlichkeiten. Der dritte Fall war ja, glaube ich, unsere Umsatzerlöse. Genau, deswegen sieht man auch hier, nimmt das Bankkonto zu. Dann hatten wir als nächsten Punkt die Nummer 4. Die Nummer 4 waren diese Maschinenreparaturen in Höhe von 4.000 Euro. Und dann haben wir hier bei dem Maschineneinschlussbestand von 30.000 Euro. Bei unserer Bank haben wir dann einen Schlussbestand von 5.500 Euro. Wir haben bei der Kasse einen Schlussbestand von 2.000 Euro. Und wir haben bei den Verbindlichkeiten einen Schlussbestand von 31.000 Euro. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein bisschen mal nach Zahlen. Ich denke, das kann man alles gut nachvollziehen. So, jetzt schließt man das Ganze dann natürlich auch entsprechend ab. Wir haben eben aus dem Gewinn-Verlust-Rechnungskonto entsprechend 500 Euro Verlust erwirtschaftet. Das ist ja das, was wir zum Schluss gebucht haben, als wir das G&V-Konto auf der Vorseite abgeschlossen haben gegen das Eigenkapitalkonto. Bleibt uns dann natürlich ein Schlussbestand von 6.500. Auch das ist nachvollziehbar. Wir hatten 7.000 Euro Eigenkapital, 500 Euro Verlust erwirtschaftet, bleibt ein Schlussbestand von 6.500 Euro. Gut, jetzt müssen wir natürlich auch diese Bestandskonten abschließen gegen das SBK an der Stelle. Und wir sehen ja hier auch schon in der Aufgabenstellung, wo die Schlussbestände stehen. Und damit kann man es relativ einfach, denke ich, sehen, was passiert oder was wir buchen müssen. Wir haben den Schlussbestand bei den Verbindlichkeiten hier im Soll. Hier sehen wir das auch. Das heißt also, wir müssen auch an SBK das Ganze buchen. Wir lösen hier quasi das Konto auf gegen das SBK. Und natürlich sieht man auch schon Verbindlichkeiten, passives Bestandskonto. Oh Wunder, es wandert auch auf die Passivseite des SBKs. Da gehört es dann natürlich auch entsprechend hin. Weiterer Fall, unser Eigenkapital, auch passives Bestandskonto, Eigenkapital an SBK und natürlich bei den aktiven Bestandskonten genau umgekehrt, SBK an Maschinen, SBK an Bank und SBK an Kasse. So, jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass unsere Aufgabe bzw. unser Schlussbilanzkonto auch aufgeht. Und wenn wir uns das aber dann anschauen, wenn die es richtig gemacht haben, dann dürfte das jetzt auch bei Ihnen stehen. Das ist ja das Ergebnis der letzten Buchung auf der vorigen Folie. Nämlich unser Eigenkapital mit 6.500 plus der 31.000 Verbindlichkeiten macht 37.500. Und hier haben wir die 30 plus 5.500 Bank und 2.000 Kasse macht auch 37.500. Surprise, surprise, großer Erfolg. Unsere beiden Summen gehen auf, was schon mal immer ein guter Indikator dafür ist, dass wir hier jetzt dementsprechend richtig gebucht haben. Gut. Das mal dazu. Jetzt können Sie auch die Aufgaben 8 und 9 machen bis zum nächsten Mal. Da gehe ich dann drauf ein. Und wir kommen jetzt hier zu ausgewählten Geschäftsvorfällen. Und das ist wirklich eine Auswahl von Geschäftsvorfällen. Das sind nicht alle Geschäftsvorfälle. Das sind die Geschäftsvorfälle, die man einfach mal wissen sollte, wenn man sich mit dem Thema befasst hat oder befassen durfte. Auch wenn Sie jetzt ein, ich nenne es jetzt mal ein Lehrbuch aufschlagen würden, würden Sie auch in ähnlicher Form diese Geschäftsvorfälle finden. Also da bewege ich mich gar nicht weit weg von normalen Lehrbuchvorgaben. Und diese ausgewählten Geschäftsvorfälle sind eben ganz besondere Fälle, die man, wie gesagt, wissen sollte. Und hier sind auch nochmal eingebaut die Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung. Wir kommen beim Thema Beamte darauf, wir kommen beim Thema Sonderposten darauf. Das ist eben grundlegend anders als in der privaten Wirtschaft. Gut. Jetzt befassen wir uns erstmal mit dem Thema, hier oben steht es Rückstellung. So, was sind Rückstellungen? Also Rückstellungen sind Aufwendungen, die in dem aktuell laufenden Jahr entstehen und gebildet werden, aber die erst in Zukunft zu einer tatsächlichen Auszahlung oder Ausgabe führen. Das heißt, auch hier können Sie erkennen, warum wir in die gesamte Vorlesungsreihe so gestartet sind. Man muss am Anfang eben ein paar Begriffe und Grundlagen legen und deswegen haben wir hier eben die Unterscheidung nochmal in Aufwand und Auszahlung, weil das so ein typischer Fall hier ist.
Wann tritt eine solche Situation ein? Das steht hier bei dem zweiten Aufzählungspunkt. Immer dann bilden wir eine Rückstellung, wenn uns Aufwendungen drohen, die aus irgendwelchen Gründen risikobehaftet sind. Also wenn uns eventuell ein Unheil in der Zukunft droht, was aber jetzt aktuell mit dem aktuellen oder im aktuellen Geschäftsjahr virulent wird, deutlich wird, aus dem Geschäftsjahr heraus entsteht. Da gibt es so eine Faustregel, wie gesagt, Sie finden das auch nochmal im HGB, aber ich will ja keine juristische Vorlesung daraus machen. Da finden Sie was dazu, will ich jetzt nicht wiederholen. Grundsätzlich gilt, das kann man sich gut merken, wenn mehr Gründe dafür sprechen, dass ein Risiko hier tatsächlich eintritt als dagegen, nämlich größer 50% als Wahrscheinlichkeit, dann sollte eine Rückstellung gebildet werden. Wir kommen noch zum Thema Vorsteuer und Umsatzsteuer. Hier nur Vollständigkeit halber schon mal hingeschrieben, hier, wenn wir von Rückstellungen was bilden, dann hat das nie was mit der Steuer zu tun. Das wird immer ohne Steuer gebildet. Und was sind typische den Rückstellungen zugrunde liegende Geschäftsvorfälle? Das erste sind hier Steuern. Was ist mit Steuern gemeint? Das können Sie sogar auf den privaten und auf das private Umfeld sogar entsprechend übertragen. Denn wenn Sie eine Steuererklärung abgeben, dann machen Sie das ja, wenn Sie schnell sind, im Januar, Februar des Folgejahres für das Jahr davor. Und das heißt also, die Steuer oder die zugrunde liegenden Sachverhalte, die bei einer Steuerzahlung oder zu einer Steuerzahlung führen, die liegen im alten Jahr, führen aber erst zu einer Auszahlung im neuen Jahr, nämlich dann, wenn Ihnen tatsächlich der Steuerbescheid des Finanzamtes auf dem Tisch liegt. Und da sehen wir eben den Unterschied, der Aufwand entsteht im alten Jahr, die Auszahlung zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft. Und dafür, weil wir wissen, wir müssen Steuern bezahlen, bilden wir beispielsweise diese Rückstellung. Zweiter großer Fall, es gibt viele Firmen, die eben eine kleine Firmenrente anbieten beispielsweise, also eine Firmenpension. Und da ist es ja auch so, wenn Sie heute anfangen zu arbeiten dort und nach so und so vielen Jahren kriegen Sie dann halt eine entsprechende Rente und meistens dann davon abhängig, wie lange Sie für das Unternehmen gearbeitet haben, dann entsteht der Anspruch für diese Pension heute, weil Sie heute für das Unternehmen arbeiten. Und damit ist der Aufwand auch heute. Aber wann und wie hoch Ihre Pension ganz genau ausfallen wird, nämlich irgendwann in der Zukunft, das wissen wir aktuell noch nicht. Bedeutet auch, wir wissen natürlich auch nicht, wie lange Sie leben, wie lange kriegen Sie die Pension überhaupt. Also auch ein Aufwand, der uns heute entsteht. Auszahlung in der Zukunft, Höhe der Auszahlung, unsicher. Auf Instandhaltung will ich nicht eingehen, weil das mit der öffentlichen Verwaltung jetzt auch, also ich kenne da keinen wirklichen Fall. Wiederherstellung gibt es insbesondere in Bereichen, wenn Sie zum Beispiel Bergbau betreiben oder hier Kohle abbauen oder so. Da sind Sie gesetzlich verpflichtet, wenn der Tagebau irgendwann geschlossen wird, dass Sie das entsprechend dann wieder so herstellen, renaturieren, wie es mal war. Das heißt, der Aufwand für diese Renaturierung irgendwann in 20, 30 Jahren vielleicht, der entsteht heute, aber wir wissen noch nicht, wie viel wir dann für den neu zu pflanzenden Baum beispielsweise wirklich ausgeben müssen. Anderer Fall, und der ist relativ häufig und kommt auch in der Verwaltung regelmäßig vor. Und Prozesse, damit ist jetzt nicht gemeint der Geschäftsprozess, sondern damit ist gemeint der Gerichtsprozess. Ganz oft, oder das heißt ganz oft, aber es kommt vor, beispielsweise Sie entlassen einen Mitarbeiter und der klagt dagegen. Und dann geht das vor Gericht. Und es ist ja wie vor Gericht und auf hoher See, niemand weiß, wie es ausgeht. Und da könnte uns beispielsweise ein Risiko drohen, wenn der Mitarbeiter hinterher Schadenersatzansprüche geltend macht oder wir vom Gericht verurteilt werden. Für also juristische Prozesse können durchaus hier Rückstellungen gebildet werden, weil ich eben nicht weiß, wie das Ganze ausgeht. Hinzu tritt eben bei so juristischen Prozessen, dass die natürlich auch ein paar Jahre oder so dauern können, bedeutet an der Stelle natürlich auch, dass wir, dass es einfach unsicher ist, wie lange sich das Ganze auch hinzieht. Also das war grundsätzlich zur Rückstellung. Ich glaube, es ist nachvollziehbar. Heute entsteht uns Aufwand. Wir wissen, können antizipieren, irgendwas kommt. Aber tatsächlich, die Auszahlung entsteht halt irgendwann viel, viel später.
Wie bucht man jetzt diese Rückstellung? Natürlich ist die Rückstellung erstmal ein Aufwand, weil er entsteht uns ja jetzt. Ne? Also das ist ja ganz klar. Ich habe es gesagt, wir haben bei der Steuer beispielsweise, die Steuer entsteht, unsere Steuerschuld, durch unsere Tätigwerden in diesem Geschäftsjahr. Das ist der Steueraufwand dafür. Auch wenn der eben erst im nächsten Jahr bezahlt wird und cashwirksam wird. Und damit haben wir einmal den Aufwand und als Gegenbuchung ein Rückstellungskonto. Und Sie können es schon erahnen, was das hier ist. Das hier ist natürlich ein passives Bestandskonto, nämlich eine Schuld, also eine drohende Schuld, beispielsweise gegenüber dem Pensionär. Also wir sind ja immer noch in der Pflicht, etwas zu leisten. Und deswegen, wie eine Verbindlichkeit, steht es auf der Passivseite der Bilanz. Deswegen ein passives Bestandskonto, Anfangsbestand im Haben, Zugänge im Haben. Und hier sehen wir eben auch den Zugang dieser Rückstellung im durch die Buchung eben Aufwand an Rückstellung. Also typische Rückstellungskonten, die Sie so im Kontenplan finden, sind zum Beispiel eben Rückstellungen für Steuern, ich habe es gesagt, Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Instandhaltung, Wiederherstellung, Gewährleistung und so weiter. Das sage ich Ihnen dann aber immer in den Aufgabenstellungen, das erkennen Sie dann, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Bei den Aufwandskonten ist es genau oder passend dazu immer, wenn wir jetzt im Kontenplan uns bewegen, zum Beispiel Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, das ist dann das Pendant hier für die Rückstellung für Steuern. Aufwendungen für Altersvorsorge ist das Pendant für die Pensionsrückstellung. Aufwendungen für Instandhaltung sind eben hier das Pendant und so weiter. Und dementsprechend buchen wir dann immer Aufwand an das entsprechende Rückstellungskonto. Gut, schauen wir uns das mal im praktischen Fall hier an. Ich habe jetzt einfach mal es mir einfach gemacht und habe unterstellt, dass wir hier das Eigenkapital von 200.000 Euro haben und ein Bankkonto von 200.000 Euro. Sonst haben wir nichts in unserer Bilanz drinstehen. Ich brauche jetzt einfach diese Anfangsbestände, um Ihnen hier das Beispiel besser zeigen zu können. Und wir haben jetzt hier diese Schmidt GmbH muss eben aufgrund einer Betriebsvereinbarung eine Pensionsrückstellung in Höhe von 100.000 Euro bilden. Die beiden Konten habe ich Ihnen hier schon dargestellt, also einmal Pensionsrückstellung und einmal Aufwand für Altersvorsorge. Hier unser Aufwand, das heißt wieder Gewinn- und Verlustrechnung. Hier Pensionsrückstellung, passives Bestandskonto heißt wieder Bilanz bzw. Schlussbilanzkonto. Wir buchen immer den Aufwand an das Rückstellungskonto, das haben wir auf der Vorfolie schon gesehen, heißt Aufwendung für Altersvorsorge an Pensionsrückstellung. Und wenn wir das hier eintragen, sehen wir eben Soll und Haben durch diesen Buchungssatz. Und wenn wir das Ganze abschließen, um es mal einfach darzustellen, bleibt auf dem Pensionsrückstellungskonto logischerweise ein Saldo, ein Schlussbestand von 100.000 Euro auf der Soll-Seite und auf dem Aufwand für Altersvorsorgekonto der Schlussbestand im Haben auch mit 100.000 Euro. So, wenn wir jetzt das Ganze dann weiter berücksichtigen, geht natürlich der Aufwand jetzt in die G&V. Schlussbestand ist im Haben, G&V wird damit im Soll angesprochen. Und auf der anderen Seite unsere Pensionsrückstellung geht an das Schlussbilanzkonto, deswegen hier die entsprechende Buchung dargestellt. Schauen wir uns das zum Abschluss dann an. Was bedeutet das ganz konkret? Wir hatten jetzt hier einmal diesen Aufwand für Altersvorsorge gebucht. Wir hatten also in die G&V gebucht. Wir hatten eben als Anfangsbestand, hatte ich ja gesetzt gehabt, 100.000 Eigenkapital und 200.000 Eigenkapital und natürlich 200.000 Bank. Und was passiert jetzt hier? Wir haben die Pensionsrückstellung gebucht. Das sind die 100.000, die sich jetzt hier im Haben befinden. Und wenn wir das Ganze jetzt abschließen, Gewinn- und Verlustrechnungskonto muss gegen das Eigenkapital abgeschlossen werden. Wir haben sonst auf dem Gewinn- und Verlustrechnungskonto hier keine weiteren Geschäftsvorfälle. Deswegen ist natürlich der Verlust und der Schlussbestand entspricht hier auch dieser einzigen Buchung. Und diese 100.000, das Gewinn- und Verlustrechnungskonto, müssen wir immer gegen Eigenkapital abschließen. Heißt Eigenkapital im Soll, sieht man auch schon. Passive Bestandskonten nehmen im Soll ab. Wir haben jetzt 100.000 Euro Verlust erwirtschaftet. Bedeutet dann Eigenkapital an G&V. Das sehen wir jetzt hier. Und wenn wir das Konto abschließen, haben wir natürlich auch auf dem Eigenkapitalkonto noch einen Schlussbestand von 100.000 Euro.
Mit dem Ergebnis, dass wir das jetzt auch entsprechend hier buchen, heißt Eigenkapital an SBK. Und dann geht durch diese Buchung natürlich auch unser Schlussbilanzkonto entsprechend auf. Was ist passiert? Wir haben 100.000 Euro Aufwand produziert, weil wir irgendwann in der Zukunft diese 100.000 Euro wieder entsprechend bezahlen müssen, auszahlen müssen an unsere Pensionäre. Deswegen stehen die hier eben auf der Passivseite des oder auf der Habenseite des Schlussbilanzkontos. So ist es richtig. So, das klingt, glaube ich, ganz einfach erstmal. Nur leider hat das Ganze so ein bisschen seine Tücken. Ich hatte es eingangs erwähnt, wir haben halt immer die Situation, das sehen Sie hier auf der folgenden Folie auch schon, dass das sehr mit Unsicherheiten behaftet ist. Also wie hoch die Pensionsrückstellung oder die Pensionsauszahlung wirklich sein wird, wissen wir nicht. Ja? Also wenn Sie jetzt gerade an Corona denken und wenn jetzt noch mehr Menschen versterben, dann könnte das ja zu hoch bemessen sein bei manchen Unternehmen, weil die Alten jetzt alle irgendwie sterben halt. Na? Also hängt immer genau von der Situation dann ab. Also es ist immer oder fast immer so, dass ich eben die nicht genau den Betrag richtig erwische, den ich als Rückstellungsbetrag angenommen habe im List. Zunächst mal, wie löse ich jetzt diese Rückstellung auf? Wir haben ja das Rückstellungskonto als passives Bestandskonto, das haben wir gesehen. Anfangsbestand im Haben, Zugänge im Haben, Abgänge im Soll. Heißt, wenn ich ein Rückstellungskonto auflösen will, weil dieser Fall eintritt, muss ich natürlich das Rückstellungskonto im Soll buchen. Und dann, wenn ich jetzt ganz konkret auszahle, meine Pension, dann natürlich an Bank oder vielleicht auch an Kasse oder an Verbindlichkeiten. Auf jeden Fall Rückstellungskonto im Soll. Dadurch kann ich es auflösen gegen typischerweise eben hier ein Auszahlungskonto beispielsweise. So, ich habe es gesagt, Achtung, Achtung, normalerweise lässt sich der tatsächliche Rückstellungsbetrag nie ganz exakt beziffern. Und das führt eben dazu, wenn der Betrag zu hoch bemessen war, also ich den Aufwand zu hoch war, den ich angenommen habe, dann ist es so, dass wir natürlich einen Ertrag erwirtschaften aus Rückstellungsauflösung, weil wir in der Vergangenheit uns zu hohen Aufwand in die Gewinn- und Verlustrechnung gerechnet haben. Und das holen wir jetzt quasi wieder auf durch diesen Ertrag aus Rückstellungsauflösung. Man kann das auch sehr gut erkennen, denn wenn ich jetzt hier das Rückstellungskonto mit dem Betrag, den ich mal angenommen habe, ausgleichen will, dann fehlt mir natürlich ein Betrag. Wir sehen das gleich im rechnerischen Beispiel auch. Und deswegen muss ich natürlich die Lücke schließen, indem ich das Rückstellungskonto wieder im Soll anspreche. Und wie bei den Umsatzerlösen buche ich hier den Ertrag, der dann natürlich auch ins Gewinn- und Verlustrechnungskonto übergeht, dann entsprechend auch im Haben. Genau umgekehrt sehen wir es hier, wenn der Betrag zu niedrig gewesen ist, dann haben wir nämlich einen zusätzlichen Aufwand, weil wir zu wenig Aufwand angenommen haben. Der kommt jetzt noch hinzu. Und deswegen heißt dieser Aufwand auch typischerweise Aufwand aus unregelmäßiger oder periodenfremder Ursache. Deswegen ist das so bezeichnet. An das Rückstellungskonto, damit wir eben hier noch mehr Rückstellungen auf dem Konto, das ist ja passives Bestandskonto, noch mehr erhöhen, weil das uns fehlte. Und dann haben wir hier wieder noch einen zusätzlichen Aufwand, der dann auch natürlich gegen das Gewinn- und Verlustrechnungskonto wieder abgeschlossen wird. Gut, schauen wir uns das Ganze jetzt mal in dem praktischen Fall halt einfach mal an. Wir haben jetzt hier wieder ein paar Annahmen, die ich jetzt einfach mal gesetzt habe. Das Eigenkapital beläuft sich auf 130.000 Euro. Wir haben auf der Aktivseite der Bilanz das Bankkonto mit 200.000 Euro, Pensionsrückstellung mit 50.000 und Rückstellung für Wagnisse mit 20.000. Ich erspare mir jetzt die Eröffnungsbilanz-Kontobuchung, weil das jetzt zu weit führen würde und ich trage die jetzt einfach hier ein sozusagen. Heißt Bank mit 200.000, Eigenkapital 130 und so weiter. Und Sie wissen es, wenn wir jetzt beispielsweise Eigenkapital buchen würden, würden wir jetzt buchen in unserem Eröffnungsbilanzkonto an Eigenkapital mit 130.000 Euro, an Pensionsrückstellung mit 50.000 Euro, an Wagnisrückstellung, so 20.000 Euro und dann eben natürlich Bank an Eröffnungsbilanzkonto. Das ist einfach mal die Situation. Hier aktives Bestandskonto, Anfangsbestand im Soll, passive Bestandskonten,
Anfangsbestand im Haben. Das sollten Sie, wie gesagt, jetzt verinnerlicht haben, hoffe ich jedenfalls. Das ist einfach nur die Aufstellung, damit wir jetzt wissen, wo kommen wir eigentlich her. Jetzt schauen wir uns den ersten Fall mal an. Wir lösen eine Rückstellung auf, und zwar diese Wagnisse, die treten jetzt tatsächlich ein, und wir müssen jetzt an einen Geschäftspartner, vielleicht war unsere Ware schlecht oder sowas, 15.000 Euro tatsächlich bezahlen. Dann ist auch wieder ganz einfach, wir haben wieder man könnte jetzt wieder Ausschlussprinzip machen. Also wenn ich 15.000 Euro bezahlen muss, dann muss ich immer an Bank buchen, dann bleibt mir eigentlich gar nichts anderes, als auch im Soll diese Wagnisrückstellung zu buchen. Das heißt also, wir sehen jetzt hier aus diesem Fall 1 einmal die 15.000 Euro als Auszahlung oder Überweisung von dem Bankkonto und auf der anderen Seite eben hier diese Wagnisrückstellung. Wir sehen auch, Achtung, Achtung, hier ist eine Differenz. Wir haben jetzt mal angenommen, wir müssten 20.000 irgendwann bezahlen, deswegen haben wir 20.000 Aufwand gehabt. Im Ist sind aber nur 15.000 angefallen. Das bedeutet, dass wir uns verschätzt haben in der Vergangenheit zu unseren Ungunsten, weil jetzt 5.000 Euro an Wagnisrückstellungen hier überbleiben. Das ist natürlich jetzt der Saldo, den wir dann auch entsprechend haben. Und was müssen wir jetzt tun, um dieses Konto in irgendeiner Form abzuschließen? Wir brauchen 5.000 Euro hier auf der Sollseite, sonst kriege ich den Saldo, dieses Wagnisrückstellungskonto nicht auf Null. Und dann buche ich eben, weil ich jetzt quasi die zu hoch angenommenen Aufwand aus der Vergangenheit wieder aufhole durch den Ertrag, eben Wagnisrückstellung an Ertrag aus Rückstellungsauflösung. Und damit gleicht sich eben hier 1a diese Wagnisrückstellung aus. Wir haben jetzt also keinen weiteren Saldo mehr auf dem Konto. Das heißt, da bleibt es bei den 20.000 Euro. Und im Gegenzug haben wir diesen Ertrag aus Rückstellungsauflösung, der dann natürlich, das sehen wir auch gleich, in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt wird. Gehen wir einen Schritt weiter. So, die Pensionen an die Mitarbeiter müssen jetzt bezahlt werden in Höhe von 52.000 Euro per Banküberweisung. Auch da wieder dürfte klar sein, wir haben jetzt hier Pensionsrückstellung an Bank. Bedeutet, wenn wir uns das anschauen, wir haben die 52.000 Euro hier auch als Betrag auf dem Bankkonto und 52.000 Euro Pensionsrückstellung. Und wir sehen, das, was wir angenommen haben, nämlich 50.000 Euro Pensionsrückstellung, ist zu wenig. Hier sind 2.000 Euro, mussten wir mehr bezahlen. Also wir haben in der Vergangenheit zu wenig Aufwand reingebucht und uns fehlen jetzt hier auch ganz konkret auf dem Konto der Pensionsrückstellung 2.000 Euro auf der Habenseite. Die buchen wir jetzt, das ist uns ein zusätzlicher Aufwand logischerweise, deswegen heißt er eben Aufwandperiodenfremd. Den buchen wir an die Pensionsrückstellung und damit gleicht sich dieses Konto entsprechend auf. Wir haben auf beiden Seiten jetzt 52.000 Euro und der Aufwand verbleibt eben auf diesem Aufwandskonto und das Aufwandskonto müssen wir dann entsprechend natürlich wieder gegen das Gewinn- und Verlustrechnungskonto abschließen. Das schauen wir uns jetzt auch im Detail an. Wir haben zum einen eben hier unser Bankkonto, habe ich nochmal dargestellt, den Ertrag aus Rückstellungsauflösung, den Aufwandperiodenfremd und die Gewinn- und Verlustrechnung. Und was machen wir jetzt natürlich? Zum einen haben wir hier die Summe von 200.000 Euro, das heißt, wir haben bei der Bank noch einen Schlussbestand von 133.000 Euro. Heißt dann natürlich Schlussbilanzkonto an Bank mit 133.000 Euro. Der Ertrag aus Rückstellungsauflösung muss natürlich in die Gewinn- und Verlustrechnung. Auch hier mal nach Zahlen. Der Schlussbestand ist im Soll. Das heißt, er muss dann in der Gewinn- und Verlustrechnung hier auch im Haben dann entsprechend auftauchen. Deswegen Ertrag aus Rückstellungsauflösung an Gewinn- und Verlustrechnung. Und im Weiteren, auch das sehen wir jetzt hier unten auch schon, das habe ich da jetzt schon mal eingetragen. Und im Weiteren eben den periodenfremden Aufwand. Der Schlussbestand ist im Haben. Das heißt, wir müssen jetzt auch gegen G&V abschließen. Bedeutet G&V an Aufwand periodenfremd mit 2.000 Euro. Das bedeutet hier Aufwand periodenfremd mit dem Ergebnis, dass wir dann hier wieder die 5.000 Euro haben. Und wir sehen, Erträge höher als Aufwand heißt, wir haben einen Schlussbestand und damit auch einen Gewinn in Höhe von 3.000 Euro. Gewinn- und Verlustrechnungskonto wird immer gegen Eigenkapitalkonto abgeschlossen.
Hier sehen wir es auch schon, Schlussbestand ist im Soll, das heißt G&V an Eigenkapital mit 3.000 Euro, heißt auch, ich wiederhole mich ganz oft, damit es Ihnen irgendwann mal aus den Ohren raushängt sozusagen, das heißt, Sie haben hier ein passives Bestandskonto, Anfangsbestand im Haben, Zugänge im Haben und deswegen steigt hier unser Eigenkapital an durch den Gewinn aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Schauen wir uns das dann im letzten oder auf der letzten Folie hier an, wenn wir da mal drauf schauen. Wir haben im Eigenkapital jetzt eben 133.000 Euro, das ist der neue Schlussbestand. Und dann verbleibt uns nur noch, diesen Schlussbestand des Eigenkapitals gegen SBK zu buchen. Das sehen wir hier, Eigenkapital an SBK mit 133.000 Euro. Und, surprise, surprise, unsere Bilanz geht auf, unser Schlussbilanzkonto geht auf mit 133.000 Euro. 1.000 Euro. So, jetzt will ich aber trotzdem nochmal, ich glaube, das ist nachvollziehbar, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut zu erkennen hier. Hier ist jetzt einfach der Fall, dass wir jetzt ganz konkret die Frage haben, warum kam es zu einer deutlichen Bilanzverkürzung? Das eine ist natürlich hier, die Rückstellungen sind eingetreten. Deswegen haben wir eine deutliche Bilanzverkürzung. Wir haben ja hier jetzt keine Rückstellungen mehr. Das ist eine. Aber der absolute interessante Sachverhalt ist der zweite hier. Wir haben, ohne dass uns Geld zugeflossen ist, ganz im Gegenteil, wir haben ganz viel Geld bezahlt, haben wir einen Gewinn erwirtschaftet. Ja? Und diesen Gewinn haben wir nur dadurch erwirtschaftet in der Gewinn- und Verlustrechnung, dadurch, dass wir in der Vergangenheit unseren Aufwand zu hoch angesetzt haben und diesen uns jetzt buchtechnisch wieder gut geschrieben haben, ohne dass ein einziger Euro fließt. Ja, also wir können auch Gewinne erwirtschaften, ohne dass wir irgendein Produkt verkauft haben. Und deswegen ist es eben nicht ganz so einfach, immer zu sagen, wenn in der Gewinn- und Verlustrechnung oder in der Bilanz dann über das Eigenkapital ein Gewinn ausgewiesen wird, dass man da erfolgreich war in dem Jahr. Na klar war man dann erfolgreich, aber es gibt halt viele weitere Kennzahlen, wie beispielsweise eben der Cashflow, also der Kassenbestand und weitere Sachverhalte, die hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Deswegen ist es eben nicht immer so ganz so einfach mit dem Begriff des Gewinns hier. Und wir haben das ganz am Ende auch unserer Vorlesungsreihe im Controlling, komme ich nochmal auf diese Gewinnbegriffe zurück und erzähle Ihnen dann dazu nochmal was Entsprechendes. So. Jetzt würde ich dann hiermit schließen wollen, dass Sie nämlich diese Aufgabe sich hier anschauen, nämlich die Buchung der Rückstellung dann vornehmen. Und damit starten wir dann beim nächsten Mal gleich wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.